habe gerade das ungute Gefühl, Sven, dass ich verfolgt werde. Ich habe Angst. Tut mir leid. Also, das war nicht ganz die Wahrheit, Abo. Moment mal, warum sagen sie das nicht zugleich? Bernd, du bist Wahnsinn. Harry, ich bin gerade bei euch im Anwesen. Hier geht was ganz, ganz Seltsames ab. Der hat ein Messer in der Hand, Harry. Vielleicht gehen wir heute hin und gehen unser Projekt Politik an. Ich sehe mich ja ganz klar in der Politik. Werde mich da heute nochmal mit Herr Bergmann kurz schließen. Und dann schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal. So, ganz wichtig auf jeden Fall jetzt erstmal auf ganz entspannt einen Waffenschein. Ne? Das ist natürlich jetzt das A und O hier an der Stelle. Ohne den läuft hier gar nicht. Ja. Hallo, Herr Stark. Wo bist du, Bernd? Ich habe gerade meinen Waffenschein abgeholt, nur für den Fall der Fälle. Hey, du hast einen Waffenschein? Ich habe mir gerade einen Waffenschein geholt, vollkommen richtig. Warum? Ich habe gerade das ungute Gefühl, Sven, dass ich verfolgt werde. Oh, brauchst du Hilfe? Ja, ich habe gestern leider... Ach, ich erzähl's dir gleich in der Praxis, ich komme ganz schnell, ja? Ich habe nämlich gestern, wie soll ich sagen, ein paar Dinge geäußert, die vielleicht manchen Leuten hier nicht gefallen auf der Insel, die vielleicht ein bisschen zu... Oh. Wie erzähle ich das am besten? Progressiv sind. Naja, du weißt ja, wenn man solche Ideen, sag ich mal, in sich trägt, gibt es immer den einen oder anderen, der sagt, so nicht, Minjung. Mach mir da wirklich ein bisschen Sorgen. Unter anderem auch der Grund, warum ich mir einen Waffenschein geholt habe. Oh, ist das Bernd? Natürlich ist das Bernd. Hallo. Was geht? Kann ich hier allen Beteiligten vertrauen, Mollo? Ja, natürlich. Jedenfalls haben wir uns gestern über verschiedenste Dinge unterhalten. Ein Umschwung in der Politik. Ich meine, die Bürgermeisterwahl ist schon etwas länger her. Hier tut sich nichts. Korruption durchzogen. Also ich glaube, dass es da vielleicht Zeit ist, sich zusammenzutun und vielleicht für ein bisschen Umschwung zu sorgen. Ich hätte einmal einen Fall für Sie. Ein Freund von mir denkt anscheinend, er hätte mich getötet. Bringen Sie ihn gerne vorbei, wenn er das Geld zahlen kann, ja? Wissen Sie, was das Problem ist? Es ist jedem egal. Die Menschen hier leben in ihrer eigenen Blase, ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer ein Mensch gewesen, der gesagt hat, Waffengewalt kommt für mich nicht in Frage. Nee. Jetzt bin ich aber so oft schon bedroht worden, dass ich mir als friedlicher Psychologe, jemand, der immer den pazifistischen Weg einschlägt, ich habe mir eben einen Waffenschein gekauft, verstehen Sie das? Klar. Ich habe Angst um mein leibliches Wohl, Angst um das Wohl meiner Freundin, ja, und auch Angst um eventuelle Familie, die noch nachkommen möchte. Ja? Na, Bernd, hallo. Sind Sie der Patient? Nein, der Patient wird jetzt aus dem Auto gebracht. Was ist denn jetzt hier los? Warum sind Sie denn so viert? Was ist denn jetzt hier? Haben Sie einen Schwerverbrecher bei mir oder wie? Nein. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann können wir hier gemeinsam vielleicht etwas Großes anleiern, ne? Vielleicht sogar eine Revolution. So, kommen Sie ruhig mal aus der Ecke raus, da können Sie ein bisschen besser atmen. Eieiei, Sven. Da haben wir wohl wieder einen besonderen, schweren Fall. Gut, wer von den Herren ist denn derjenige, der angeblich angeschossen worden ist? Das waren Sie, richtig? Er hat mich angeblich getötet. Wollen Sie mir ganz kurz erklären, was passiert ist? Ich weiß es gar nicht genau. Also, meine Kollegen haben mich angerufen und haben mir erzählt, dass Hau auf einmal durchgedreht ist. Er ist verrückt, er hat Bahnvorstellungen oder irgendwas in der Art. Wie lange ist das schon so? Das ist jetzt seit anderthalb Stunden so. Seit anderthalb Stunden und er hat sich dann nicht geändert. Er redet nur noch von Geister, Nils, also der Herr zu ihrer Rechten. Halb sechs bin ich wieder wach geworden und da kriege ich nur einen Anruf, Hilfe, Geister. Deswegen haben wir uns das irgendwo Hilfe geholt, weil... Gut, dass Sie jetzt gekommen sind. Ich habe auch extra in die Kirche gebracht, weil Kirche ist nun mal ein heiliger Boden. Ja. Aber das hat leider auch nicht so geholfen. Nicht so, wie es gedacht war, auf jeden Fall. Tja, also es sieht mir, ein so plötzlicher Umschwung muss entweder ein traumatisierendes Erlebnis gewesen sein, vielleicht hat der Mann irgendwas beobachtet, was passiert ist, oder im schlimmsten Fall wurde ihm sogar irgendeine Droge verabreicht, ohne dass er es gewusst hat. Das kann zu Wahnvorstellungen und eventuell einem Bruch mit der Psyche geführt haben. Das kriegen wir jetzt sicherlich irgendwie hoffentlich aus ihm heraus. Herr Wock, hören Sie mich? Wock. Herr Wock, hören Sie mich? Wock. Wie geht es Ihnen? Geist. Sehen Sie Geister, Herr Wock? Nichts. Geist. Herr Wock? Tut mir leid. Herr Wock. Was ist denn geschehen? Was tut Ihnen leid, Herr Wock? Wir machen das jetzt so, ich stelle Ihnen ein paar Fragen und Sie antworten nur mit Ja und Nein, okay? Sehen Sie einen Geist von Herrn Nils? Nichts, Geist. Haben Sie Herrn Nils umgebracht? Wäre es ganz kurz in Ordnung, wenn Sie vielleicht ganz kurz den Raum verlassen? Wissen Sie, ob der Mann auf irgendwelche Tabletten allergisch reagiert? Ich würde ihm vielleicht sonst ein Beruhigungsmittel verabreichen. Müssen Sie mir die Einverständniserklärung geben? Das sind natürlich Tabletten, die hier noch nicht zugelassen sind. Dann müssen Sie mir jetzt sagen, ob ich das versuchen soll oder nicht, weil ich kriege ja so kein Wort aus dem Mann raus. Ja, besser machen Sie das. Sven, besorgst du von deinem Cousin bitte 11 Stück davon? Ja. Herr Wock, wir geben Ihnen gleich ein Beruhigungsmittel. Ist das in Ordnung? Drum. Ein Beruhigungsmittel, welches auch in der Pharmazie angewendet wird, in der Medizin. Koks. Ah, okay. Ich glaube, Koks.
Alles klar, okay. Vielleicht ist es tatsächlich doch einfacher, als ich gedacht habe. Interessant. Herr Wock, haben Sie heute Drogen zu sich genommen? Nein. Herr Wock, warum brauchen Sie Koks? Denk. Slow. Okay. Ah, ja, das ist ein harter Fall, das sage ich Ihnen. Herr Wock, wollen Sie sich mal ganz kurz hinlegen? Herr Wock, wir konzentrieren uns jetzt mal ganz entspannt auf unsere Atmung, okay? Ich möchte Sie jetzt laut einatmen und ausatmen hören. Langsam und tief einatmen. Herr Doktor, darf ich Sie mal ganz kurz sprechen? Natürlich. Sprechen Sie ihn mal an auf seinem Opa Bock. Ja. Opa Bock ist seit einiger Zeit im Altenheim. Und jetzt ganz ruhig und langsam atmen Sie ganz ruhig ein. Sie befinden sich gerade an dem Strand, okay? Schauen Sie auf den Steg, Sie sind immer noch am Steg. Herr Nils, geht es gut. Er steht da, Schüsse sind da, aber Herr Nils, geht es gut. Was erzählt Ihnen Herr Nils? Schuld. Sie scheinen ganz gut mit ihm zu sein, richtig? Ich bin mit beiden sehr gut, ja, das stimmt. Was ist die Situation mit Herrn Nils? Nils wurde eingepackt von 3 maskierten Männern und das hat wohl der Kollege Hau gesehen. Ah. Er hat es in Erinnerung, dass er umgeknallt wurde. Aber das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert, nein. Also, das war nicht ganz die Wahrheit, Abo. Wie, das war nicht ganz die Wahrheit? Willst du mich verarschen oder was? Ganz ruhig, die Herren, bitte. Es kann gut sein, dass Hau auf mich geschossen hat. Und dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Moment mal, warum sagen Sie das nicht zugleich? Ich bin ja kein Rechtsanwalt oder kein Polizist. Ich bin Psychologe und versuche hier zu ergründen, was passiert ist. Ich verstehe es nicht. Oh. A und ich haben darüber gesprochen, dass ich vielleicht die Familie verlassen werde. Eigentlich recht positiv drauf reagiert. Er wollte mich gar nicht töten. Es ist halt an den Abzug gekommen. Warum sagen Sie das nicht? Ich habe gedacht, dass vielleicht irgendwer redet und die Polizei holt. Nein, das werden wir nicht tun. Ich habe eine ärztliche Schweigepflicht. Herr Wock leidet momentan an einem tiefsitzenden Trauma, weil er auf einem sehr, sehr guten Freund scheinbar, und ich frage Sie das letzte Mal, aus Versehen geschossen hat? Aus Versehen geschossen hat. Sie sind also nach dem Koma aufgewacht und alles war in Ordnung? Ich lag nicht im Koma. Sie lagen nicht im Koma, Sie waren nur schwer verletzt, nehme ich an. Ja. Sven? Er hat mir erzählt, wie es passiert ist. Ich habe auch gerade oben eine ganz andere Version gehört. Herr Nils hat nicht die Wahrheit gesagt und das wusste ich natürlich nicht. Sie haben Schuldgefühle, weil es aus Versehen passiert ist, richtig? Nein. Sondern? Er wollte es so. Alles klar, okay. Gesetz der Straße. Ich wollte es so. Und jetzt spüren Sie tiefe Reue dafür? Er müsste tot sein. Wollen wir vielleicht zum Tatort fahren? Ja gut, wir haben ja auf jeden Fall schon mal einen Durchbruch erlangt. Ein Angriff muss wegkehren. Also ein Bloodout. Okay. Ein Bloodout quasi? Ja. Er ist wie ein Sohn für Sie gewesen. Stimme. Sie hören seine Stimme. Ich höre zu. Alles gut, wir sind unter uns. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Setzen Sie sich ruhig hin. Der Herr wollte die Familie verlassen. Ist das richtig? Und der einzige Ausweg für ihn wäre das Bloodout gewesen, richtig? Als er raus wollte. Ich wollte ihn gehen lassen, um ihn zu töten. Er kam mit seinen Waffen. Er sagte, sieh mich nicht an, wenn du es machst. Mhm. Und dann schoss ich 26 Kugeln. Ich verstehe. Geht es Ihnen jetzt ein bisschen besser, nachdem Sie das gesagt haben? Ja. Aber glauben Sie mir, Sie haben das Richtige getan. Zumindest heruntergebrochen auf den Kodex. Und ich glaube, dass Ihr Oberster, wer auch immer das sein mag, genau das verstehen und sehen wird, ja? Machen Sie sich bitte nicht zu viele Vorwürfe. Danke, Doktor. Ich hoffe, Ihnen geht's ein wenig besser jetzt. Sie kennen Ihr Handwerk, ha? Kommen Sie mal her. Dankeschön. Ich denke, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Es ist wahrlich gut, Menschen wie Sie hier in der Insel zu haben. Sven, nenn mich Taxifahrer, denn ich bin ausgebildet. Nice. Verdammt nochmal. Gib mir noch einen kleinen Moment. Ich glaube, Sven, ich werde noch eine Waffe besorgen. Jetzt habe ich hier mehrere Pistolen gekauft. Ich Idiot. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich mit einer Waffe so wohlfühle. Naja, also ich glaube, es ist bitter nötig hier, ne? Hast du zufällig Kontakt zum Militär oder zur Polizei auf irgendeine Art und Weise? Ich habe überlegt, tatsächlich da vielleicht ein Jobangebot zu schreiben und ja, du weißt ja, wie es ist. Man kommt da immer am besten über Kontakte rein. Ja, ich kann mal nachfragen. Ich kenne einige. Okay, Bernd, ich habe jemanden von der Army angerufen. Ich werde dir jetzt mal seine Nummer schicken und er meinte, okay, solange du ihm nicht auf die Nerven gehst, ist alles super. Natürlich. Habt ihr irgendwo eine Möglichkeit, wo ich mal so ein bisschen rumknallen kann? Joanna, alles in Ordnung, oder? Ich weiß, du bist Bernd, das andere Wort war. Ich hab mir eine Waffe gekauft und vielleicht hab einen Waffenschein jetzt. Er will mir einmal abschießen. Nicht auf Menschen natürlich, ne? So. Irgendwie auf eine Zielscheibe oder so. Kann ich mal hier auf eine Flasche vielleicht im Regal irgendwie, ja, oder? Das. Ja, dann, wenn ich keinen Ärger bekomme, auf. Natürlich. Ja, bitte, du hast noch nie geschossen, du hast jetzt noch nie eine Waffe benutzt. Bernd, du bist ziemlich nah. Bernd, du bist... Boah, das ist Wahnsinn.
Das ist so ein geiles Gefühl. Achtung! Oh Gott. Ei. Ich hab ne Waffe. Fuchtel damit nicht so neben mir rum, bitte. Ja. Oh Gott. Unglaublich. Haben Sie auch einen Waffenschein? Nein, natürlich habe ich einen Waffenschein. Ich habe eine Taxilizenz, einen PBS. Ja, Moment, die stehen so ruhig auf. Also ich bin ein legaler Staatsbürger. Stehen Sie ruhig auf? Ich bin mir fast schon sicher, dass ich wahrscheinlich mehr Lizenzen habe als Sie. Boah, ich hätte genauso viele, aber ich habe meinen Waffenschein verloren. Warum das? Deswegen. Kommt ihr zufällig an Scharfschützengewehre ran? Für die Jagd. Würde ich schon rankommen. Darf ich dann mit der anderen Waffe einmal? Oh mein Gott, Alter. Da ist gerade die Polizei lang gefahren. Ich will ja noch. Auf eine Möwe oder so. Gehen wir aufs Dach drauf? Können wir machen, ja. Oh, was für ein Abend, dass ich hier nochmal jung sein darf. Ach, spannend. Tierchen, nicht erschrecken. Scheiße. Wir sind Freunde. Okay. Ich höre es schon. Ja, wir gucken mal, ob wir die vier auch hier runterkriegen. Was passiert hier? Was passiert hier? Hier angreifen. Harry, ich bin gerade bei euch am Anwesen. Hier geht was ganz, ganz Seltsames ab. Der hat ein Messer in der Hand, Harry. Was ist hier los? Ist das normal? Das ist normal. Guck mal, stell dir vor, in der Safari greift dich irgendwie Löwen oder so. Ja, aber hier sind die behandeln uns Menschen, als wären wir Tiere. Die brauchen alle einen Psychologen. Oh Gott. Mein Name ist Bernd Wolter, ich bin Psychologe, wie kann ich Ihnen helfen? Wärter der Safari-Tour von Los Santos und Sie waren dabei bei der ersten Tour. Das ist sehr interessant, wenn Sie mal einen Psychologen brauchen, was ich Ihnen dringend raten würde, 85536 Bernd Wolter, mein Name, rufen Sie mich gerne an. Also mein Hühnchen sagt mir was andere Sachen. Ich war schon bei Leuten, die wollten mich alle in so eine Klapse reinstecken, ne Bobby? Ja, alles keine klar, Verteidigung. Gut. Nein, wenn Sie das passiert öfter. Ergreift alles, alles in Ordnung, oder? Nein, Günther. Oh Gott, die soll ich den Patienten in die Akte aufnehmen? Nein. Einmal knallen jetzt. Abfahrt. Kannst alle in 30. Soll ich mal draufhalten? Ja, aber bitte in die Luft. Luft. Oh Gott, Bernd. Oh, komm, ich geb dir das mal lieber zurück. Eieiei, was für ein Erlebnis, du. Was ist hier los, Alter? Ach Gott, Sven, ich muss ganz ehrlich sagen, das war aber jetzt nochmal ein krönender Abschluss. Natürlich, also wirklich. Safari. Ich glaube, das sind alles Leute, die sich sicherlich später nochmal bei uns melden werden. Ich glaube auch, die sind alle durchgeknallt. Wie sagt man so schön, es läuft. Wirklich, wirklich toll. Also was wir heute wieder umgesetzt haben, wir haben eine Menge armen Seelen, konnten wirklich helfen. Ja, wir haben eine Waffe gekauft, wir haben mit einer Langwaffe rumgeknallt. Wir machen wirklich, wirklich große, große Fortschritte. Ich würde jetzt gerne noch mich hier an der Stelle bei der Community bedanken für die unglaublichen Support, die ganzen Support hier an der Stelle. Und morgen fahren wir wieder ein bisschen länger rein, Leute. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Runde. Bernd Wolter, Ihr Psychologe in der Not. 85536 und Ihre Ex wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.